Zuschauer bemüht die beiden Finalisten Borussia Mönchengladbach und FC Augsburg. Schiedsrichter übergeben Michael Wacker mit seinen zwei Assistenten Marcel Riedl und Jürgen Beckermeier. Hast du da noch nicht trainiert? Das war 2013. Let's go. Gladbacher Jugend! Gladbacher Jugend! Auf geht's, Gladbacher, wir wollen in der 16. Spielminute Tor für den FC Augsburg. Torschütze war mit der Nummer 37 Maurice Malone. Neuer Spielstand Borussia Mönchengladbach, FC Augsburg 0:1. Hey! 43. Spielminute, Spielwechsel beim FC Augsburg, aus dem Spielgegner Nummer 25, Carlos zu, nach dem Nummer 12, der Spieler Nachtrag mit der Nummer 42, Julian Kudala. Das Spielminute, Spielwechsel als der Augsburg, aus dem Spiel geht die Nummer 28, André Hahn, das ist neue Spieler Nummer 26, Simon Asa. Endstand im Finale Borussia Mönchengladbach gegen den FC Augsburg 0:1. Es erfolgt gleich direkt nach dem Spiel noch die Siegerehrung. Ich würde Sie noch bitten, vielleicht diesbezüglich noch ein paar Minuten Zeit zu nehmen. Die Siegerehrung übernimmt unser Abteilungsleiter Michael Manteiger. Bayern. Ich hab jetzt nach Hause gegangen. So, wir gratulieren natürlich recht herzlich den FC Augsburg zum Gewinn des jean Land Cups 2019. Er ist am Städtner sehr, sehr stolz. Die ganzen Mannschaften, die wir heute hier präsentiert haben, hier in Amstetten begrüßen dürfen. Es war, glaube ich, ein gelungenes Turnier rundherum, von der Organisation bis zu den Spielen. Der FC Augsburg hat natürlich ein überragendes Turnier gespielt und auch das Turnier auch hochverdient gewonnen. Unser Abteilungsleiter Michael Manteiger übergibt jetzt den Pokal an den Kapitän des FC Augsburg. Herzlichen Glückwunsch zum Sieg 2019 jean Land Cup. Komm hier hin, komm gleich.